Jury hat sich entschieden, stattgeht 25. Frankreich im zweiten Durchgang, denn Julia Claire und sie, Lea Lemar, haben im ersten Durchgang einen guten Job gemacht. Und die beiden Herren waren aus ihrer Sicht auch nicht schlecht. Aber das wird sicher auch das Ziel und das Endergebnis sein. Es wird nicht viel weiter nach vorn gehen. Nein, denn zum Glück, wie es derzeit aussieht, haben sich die Verhältnisse so gebessert, dass jetzt nur noch ein ganz leichter Aufwind ist, so um die 1,5 Meter pro Sekunde. Also ähnlich gut wie gestern. Derzeit zum Springen wollen wir hoffen, dass das den gesamten zweiten Durchgang jetzt so bleibt. Dann entscheidet wirklich die reine Leistung der Athleten und Athletinnen.